Ja, guten Morgen. Guten Morgen. Du erkennst mich gar nicht, ne? Ich habe eine Maske drauf. Oder? Erkennst du die Mama? Ja, er lacht. Okay, er kennt mich. Gott sei Dank. Ich zeige euch mal ganz schnell, was ich gerade mache. Und zwar bereite ich gerade ein kleines Überraschungspaketchen vor. Ich hatte euch auf Instagram erzählt, dass ich mir immer wieder mal jemanden raussuche, die Person anschreibe und frage, ob ich was zuschicken darf. Einfach, ja, um die Treue zu belohnen sozusagen. Also, ja, ihr kommentiert ja auch immer ganz, ganz fleißig. Da freue ich mich, wenn ich von euch lese. Und das möchte ich einfach belohnen. Ich möchte was zurückgeben. Und deshalb suche ich mir immer wieder mal jemanden aus. Jetzt habe ich jemanden ausgesucht. Ja, sie kommentiert wirklich super fleißig und sie ist schwanger und deshalb habe ich mich für diese Produkte hier entschieden. Ich habe jetzt hier diese Waschlappen, ein Traubenkernkissen. Hier habe ich noch Füllmaterial, ein bisschen was Süßes. Dann weiß ich nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, deshalb blau und pink. Hier habe ich eine wunderschöne Spieluhr in Form von einem Heißluftballon, also die Produkte sind alle komplett neu und unbenutzt. Ich glaube, das muss ich nicht dazu sagen. So sieht es aus. Also Ballon Music Mobile in Mint. Und ja, wie gesagt, das ist alles komplett neu und unbenutzt. Und ich habe mir gedacht, ich mache ihr damit eine Freude. Ich habe jetzt hier noch ein Oberteil von Steif. Hier habe ich noch Stilleinlagen. Und hier habe ich noch ein ganz, ganz kleines Überraschungspaket. Ich packe das jetzt alles schön ein. Hier habe ich noch Schnuller und macht es zurecht und bringt es dann zur Post. Ich wollte es euch aber mal zeigen. Also kommentiert immer ganz fleißig. Da freue ich mich und ja, vielleicht seid ihr ja dann die Nächste, der ich was zuschicke. Und so sieht das Überraschungspaketchen jetzt aus. Ich habe noch was dazu geschrieben. Hier ist mein Klebeband und ich muss mich jetzt ein bisschen beeilen. Der Liam ist wach geworden und ja, dann geht es jetzt zur Post, wenn ich fertig bin. Das Taufkleid muss ich noch in die Reinigung bringen, aber ich muss ja eh in die Stadt, um das Paket wegzuschicken. Ich habe jetzt keine Ahnung, was das kostet. Ich denke mal 4,90 €, oder? Ich könnte ja mal im Internet nachschauen, aber ich hasse das immer, das abzumessen und so. Wem geht es genauso? Also, ja, ich bringe das dann immer zur Post, die messen das und dann mache ich eben diesen Aufkleber drauf mit der Adresse. Und ja, gegenüber ist eben die Reinigung. Dann erledige ich das. Das muss ich allerdings auch noch zurecht machen. Da hat Alessandro was für seine neue Uhr bestellt. Das ist aber leider falsch. Und deshalb muss ich das auch noch zurecht machen. Und dann geht es auch noch zur Post. Ich telefoniere gerade mit meiner Schwester und sie hat gesagt, kann ich mal bitte mit der Heidi sprechen? Ja, sie hat mich scheinbar nicht so gut erkannt. Ich habe nämlich eine Maske drauf. Und mach jetzt den kleinen Schatz zurück, damit wir eben in die Stadt können. Non devi lavorare. Hai libero? Okay, sie hat heute frei. Ist übrigens der Max, ne? Ist nicht der Liam. Also Steffi, warte, ich mach die Kamera aus. Aspetta che. Okay, ich melde mich gleich nochmal bei euch. Ich mache jetzt den kleinen Schatz fertig, während ich mit Steffi weiter telefoniere. Wie ich aussehe, ne? Die hat mich echt nicht erkannt. Liam, das ist deine Tante. Das ist deine Tante, Liam. Du Zappelphilipp. Steffi hat jetzt auch eine Maske drauf. Meine Mama ist da. Ma, vedi che devo fare, Liam? Questo. Vi piace? Ok, ma. Allora ci sentiamo. No, che ti serve, ma? Meine Mama braucht immer was von mir aus Deutschland. Ja, poi te li compro. Aspetta, che chiudo con la camera. Aspetta, rimani al telefono. Und bist du jetzt ein schicker Bub? Meine Mutter versucht gerade das Telefon auszumachen. Die Steffi erklärt es ihr. Okay. Schaut mal, was angekommen ist. Wenn es wärmer wird, total süß. Ich zeige euch, was noch im Paket war. Und hier ist übrigens noch die Badehose, die ich gekauft hatte bei Amazon für den Liam. Da war auch noch eine andere dabei. Aber ich hatte auch noch Schwimmwindeln gekauft. Ja, wollte ich euch auch mal zeigen. Ich habe die über die Schwimmwindel. Ich wusste nämlich nicht, wie es richtig ist, aber ja. Für mich war das jetzt so richtig. Und man kann auch die Größe ändern. Also man kann hier, ne? Man kann hier die Knöpfe so runter machen. Und hier an den Seiten sind ganz viele Knöpfe, sodass man halt die Größe verändern kann. Steffi, bist du noch da? La chiuso, Mama, il telefono. Ist auch so ein Maskenopfer, die Steffi, ne? Ti piacciono le maschere? Quale ti sei messa?
Anti-Ruge, okay. Gegen Falten. Ma dove ce le hai le rughe? Die hat keine Falten, die ist 30, die sieht aus wie 18. So, okay, also dann verabschiede ich mich jetzt erstmal von meiner Schwester und ganz kurz von euch, weil ich hier den kleinen Schatz noch eingreben möchte. Und zwar verwende ich hier am Wickelplatz öfters mal diese hier. Mag ich total gerne. Und dann wird er noch gekämmt. Dann geht's aber wirklich in die Stadt. Mensch, ne? Und jetzt auch nochmal ordentlich guten Morgen von meiner Seite. Jetzt seht ihr mich. Ich habe mich jetzt soweit ein bisschen fertig gemacht. Muss mich beeilen, denn die Zulassungsstelle macht in einer Dreiviertelstunde zu. Ich muss nämlich da noch hin, muss einiges erledigen. Habe jetzt auch schon alles ins Auto gepackt. Der Alessandro ist auch mit dabei. Die Zulassungsstelle macht zwar heute Mittag nochmal auf, aber heute Mittag habe ich anderes vor. Ich möchte dann auch nochmal eine Runde mit der Bella Gassi gehen, aber das Wetter ist so schlecht. Also es ist richtig kalt und es nieselt. Also ich kann natürlich ein Tier mitnehmen, was ich dann auch machen werde. Aber ich hoffe irgendwie, dass es aufhört zu regnen. Und ja, jetzt beeile ich mich und dann hole ich euch nochmal mit dazu. Also jetzt geht's erstmal in die Zulassungsstelle. Und ins Rathaus. Braucht dringend gelbe Säcke. Jetzt bekomme ich welche. Hier ist nämlich immer leer. Immer. Voll nervig. Jetzt holt sie gerade welche. Sehr gut. So, das sind sie, die gelben Säcke. Die waren nämlich leer. Für Plastikmüll, ne? Ganz wichtig. Und jetzt geht's zum Juwelier. Alessandros Uhr, also das Armband, ist irgendwie ganz komisch. Jetzt hat er einen Ausschlag bekommen. Wir waren auch gestern bei der Ärztin und deswegen braucht er jetzt ein neues Armband. Ja, und da müssen wir jetzt hin und es regnet, deswegen mache ich so. Ey, nach Frankreich habe ich halt echt zwei Schirme mitgenommen. Da waren 24 Grad und hier habe ich jetzt keinen einzigen Schirm dabei. Läuft bei mir. Super. Jetzt bin ich noch kurz bei DM. Also ich brauche ein Haarspray für den Moritz und das ist sein Liebstes. Und deshalb nehme ich das jetzt mal schnell mit. Das ist nämlich leer. Ich brauche noch eine Karte für mein Patenkind. Mal schauen, für welche wir uns jetzt entscheiden. Sind alle so schön. Wie findest du die? Findest du die schön? Nee. Okay. Ich finde die voll süß mit dem Mädchen drauf. Findest du die schön? Ja. Ja? Okay, wir brauchen noch eine Alternative. Ja gut, da kann ich ja dann das Geld reinpacken. Schau, das ist extra so ein... Also ich nehme die hier. Die ist schön. Ich war jetzt noch schnell einkaufen und zwar habe ich zweimal Brokkoli mitgenommen. Ich möchte mir nämlich eine Brokkolisuppe machen. Für die Jungs gibt es Gulasch. Hier ist das Fleisch. Das habe ich noch gebraucht. Und ja, was Ungesundes. Das darf natürlich auch nicht fehlen. Und ja, jetzt beeile ich mich. Ich gehe hoch zum Kochen und leider regnet es. Hunde und Katzen. Sieht man das? Nee, ne? Ihr seht es jetzt wahrscheinlich nicht, dass es so regnet. Naja, jedenfalls muss ich dann warten, um mit der Bella rauszugehen. Gehen wir dann später eine Runde. Ne? Gehst du dann mit, Alessandro? Ja. Okay. Aber jetzt koche ich ja sowieso erstmal. Hoffentlich hat es bis dahin dann aufgehört. Also, wir gehen hoch. Also, dann starten wir jetzt mal. Ne? Ich koche. Hier ist der kleine Liam. Der hat sein Band entdeckt, was ich ihm dran gemacht habe. Hier ist seine Wippe. Und für meinen Mann und mich gibt es, wie gesagt, Brokkolisuppe. Ich mache noch ein paar Karotten mit rein. Für die Jungs gibt es Gulasch. Hier ist mein Schätzchen. Den hatte ich euch ja schon gezeigt, den Cook for Me. Das ist so ein geniales Teil, Leute. Allein dieser Topf, ja, wie viel da reinpasst. Ideal für uns. Deshalb habe ich ja auch meinen Thermomix verschenkt an meine Cousine. Klar, man kann die beiden Geräte jetzt nicht miteinander vergleichen zu 100%. Aber der Thermomix ist einfach viel zu klein, ne, für eine Großfamilie. Und deshalb finde ich dieses Teilchen hier mega, mega genial. Während die Sachen dann hier drinnen kochen, also ich koche das natürlich separat, ich denke, das ist klar. Jedenfalls werde ich in der Zwischenzeit meine Wäsche hier noch aufhängen. Ich habe den Wäscheständer reingeholt, denn draußen regnet es ja leider, wie gesagt. Und deshalb, ja, habe ich das schon mal reingeholt und mache jetzt aber erstmal hier weiter. Der Alessandro hilft mir jetzt kurz. Und zwar will der Liam eigentlich schlafen, ne? Schafft es aber nicht alleine und deshalb wippt der Alessandro jetzt hier ein bisschen. Dann kann ich jetzt hier weitermachen. So, da ist sie, die Brokkoli-Cremesuppe. Da. Zwei Personen, jawohl. Jupp, da stehen jetzt die ganzen Zutaten, die man eben vorher vorbereitet.
Salz und Pfeffer noch. Möchten Sie das Rezept starten? Ja. So, okay, dann müssen wir jetzt den Behälter reintun, also den Topf und die Butter. Da ist jetzt die Butter. Und hier steht, Hälfte der Butter in den Behälter geben. Okay. Möchten Sie das Braten starten? Ja. Okay. Jetzt heizt sich das Gerät erstmal auf. Und dann schauen wir weiter. In der Zwischenzeit wasche ich mal den Brokkoli. Also ich habe die Suppe jetzt raus, habe sie durchpüriert hier mit meinem Pürierstab und habe sie jetzt hier wieder reingefüllt. Das mache ich einfach, damit ich den Boden nicht verkratze. Ne? Also ich möchte hier nicht mit meinem Mixer reingehen. Und deshalb mache ich das separat. Ich kann sie nämlich jetzt hier auch noch warm halten, die Suppe. Schaut, da kann man dann eingeben, dass man sie eben noch warm halten möchte. Und deswegen habe ich sie jetzt nochmal hier rein. Ja. Und jetzt können wir essen. Lecker. Das Ganze wird jetzt erst noch ein bisschen verfeinert mit Sahne. Und dann mache ich mir noch Croutons drauf. Ja, so machen wir es. Und das Gulasch ist jetzt hier auch schon bereit. Nicht wundern, es ist schon ein bisschen angebraten. Ja, der Fail des Tages. Ich habe nämlich mit meinem Bruder telefoniert und anstatt den Brokkoli in den Topf zu packen, hatte ich das Gulasch rein. Und deshalb ist es schon ein bisschen angebraten. Also ich hatte ja Butter rein, ne, hattet ihr ja gesehen, und Karotten. Und wie gesagt, anstatt den Brokkoli reinzupacken, hatte ich das Gulasch. Ja, es ist dann doch besser, wenn ich nur eine Sache mache. Ne? Multitasking setzen 6 Heidi. Tada, da ist meine Suppe. In ein paar Minuten, habt ihr ja selbst gesehen, habe ich sie jetzt gezaubert mit Hilfe von meinem Krups-Teilchen, also meinem Cook for Me. Und ich bin total glücklich, dass ich das habe, weil es einfach ja zeitsparend ist. Sorry, ich habe den Kleinen gerade auf dem Arm. Und ich habe was ganz Leckeres gezaubert mit wenig Handgriffen. Und jetzt gleich ist das Gulasch dran. Jetzt lassen wir es uns aber erstmal schmecken, also mein Mann und ich. Und dann hole ich euch später nochmal dazu. Und weiter geht's. Olivenöl habe ich rein. Jetzt kommt das Fleisch dazu. Ich mache keine Zwiebeln rein, weil meine Kinder ein bisschen pingelig sind. Möchten Sie den Garvorgang starten? Ja. So, ich würde sagen, während das Gulasch jetzt hier drin ist, zeige ich euch, was Neues für unseren kleinen Schatz angekommen ist. Und zwar ist ein Paket angekommen von Fuchs und Kiwi. Hole ich mal raus die Sachen. Ihr habt jetzt hier zunächst mal einen Prospekt dabei. Finde ich super interessant, da steht eben ein bisschen was zur Geschichte, wie das entstanden ist, wer hinter Fuchs und Kiwi steht. Es ist ja alles handgenäht und ich finde sowas immer ganz, ganz klasse, auch wenn solche Prospekte dabei sind, damit man auch mal sieht, ne, von wem man die Sachen bekommt. Und hier habt ihr dann einfach noch so ein Rücksende, ja, so eine Aufklärung, was man machen muss. Und hier sind die neuen Teile. Einmal das hier, total schön, mit den Elefanten. Ganz, ganz goldig finde ich das. Und was ich gut finde, ist, dass hier so Teile dran genäht sind, sodass die Sachen einfach mitwachsen. Also ihr habt da ganz, ganz lang Freude dran. Eure Babys können das ganz lang tragen. Der Liam, der hat ja auch Sachen zur Geburt von Fuchs und Kiwi. Hatte ich euch auch in einem Video gezeigt und die trägt er halt heute noch, ne? Weil die halt einfach ja, mitwachsen. Richtig genial. Dann haben wir jetzt hier noch einen Pyjama. Der ist allerdings noch viel zu groß. Aber auch da wächst er noch rein. Mit Sicherheit. Auch sehr, sehr schön. Die Farben gefallen mir auch gut. Also die Stoffe sind da echt genial. Da gibt es eine Riesenauswahl. Und dann haben wir noch diesen Strampler hier. Der hat mir besonders gut gefallen. Eben mit dem Türkis. Hier Elefanten, Giraffe, ein Löwe. Und das wächst eben auch wieder mit. Und was ich total goldig finde, ist dieses Teil. Davon haben wir 2. Das andere ist allerdings gerade in der Wickeltasche. Wenn ich es nicht vergesse, blende ich es euch jetzt noch ein. Jedenfalls ist es dann für warme Tage. Und hier kommen dann die kleinen Speckbeinchen. Das ist so goldig, echt. Ich freue mich schon voll, wenn er das dann trägt. Ja, so sieht das eben aus. Und das wird ihm dann eben bestimmt in 2 bis 3 Wochen auch dann passen. Jo. Okay, das war unsere Bestellung. Das bringe ich dann noch runter in die Waschküche. Und jetzt gehen wir mal in die Küche zum Gulasch. Da ist es, das Gulasch. Unglaublich in so kurzer Zeit, wie zart das Fleisch ist. Also es ist echt unglaublich. Die Nudeln, die kochen gerade noch. Die kommen dann jetzt hier noch dazu. Ich wollte es euch nur schon mal zeigen. Und ja, die Jungs lassen sich es gleich schmecken. Schaut mal, butterzartes Fleisch. Zack. Und dann ist es durch. Das ist wirklich der Wahnsinn. Wir sind alle satt.
Zwei meiner Söhne haben Gulasch gegessen, die anderen beiden haben von der Suppe probiert, fanden es super lecker und wir sind jetzt quasi im Fresskoma. Ich stille jetzt gleich den kleinen Liam, bringe den Gianluca zum Training und räume noch ein bisschen was rum. Hier gibt es ja immer was zu tun und deshalb wollte ich mich an dieser Stelle von euch verabschieden. Falls ihr irgendwelche Fragen habt, dann schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ich versuche natürlich vorher schon mal alles in die Infobox zu packen, euch da alles reinzuschreiben. Auch nochmal zu meinem Krups, Cook for Me Connect. Packe ich euch einen Link in die Infobox, falls euch sowas interessiert, dann schaut da sehr, sehr gerne mal rein. Also ich finde es genial, das Gerät. Ich liebe das Teilchen wirklich. Also es ist eine enorme Zeitersparnis. Ihr habt ganz, ganz viele tolle Rezepte, die ihr natürlich so abwandeln könnt, wie es eben für euch am besten passt. Also ich habe jetzt heute zum Beispiel auch beim Gulasch die Karotten weggelassen, weil einer meiner Söhne keine Karotten mag. Und ich mag das dann gar nicht, wenn ich dann sehe, wie er sie auf die Seite packt. Habe ich sie heute direkt weggelassen und es hat trotzdem super lecker geschmeckt. Ja, also da könnt ihr eurer Fantasie quasi freien Lauf lassen, wie es eben mit jedem Rezept so ist. Okay, meine Lieben, dann hoffe ich, wie gesagt, dass es euch gefallen hat. Ihr könnt diesen Kanal kostenlos abonnieren, vergesst es nicht. Dann verpasst ihr keine Videos mehr von mir und jetzt muss ich zum Liam, der hat nämlich Hunger. Und ja, ich wünsche euch nur das Allerbeste. Bis dann, tschüss!